Guten Abend zu Phoenix der Tag. Seit Wochen wurde in der CDU gemurrt, weil die Parteivorsitzende und Kanzlerin in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD insbesondere bei der Ressortverteilung zu viel abgegeben hätte. Ganz besonders das gefühlte Geschenk Finanzministerium wollte kaum einer so richtig schlucken. Letzte Woche dann so etwas wie der Befreiungsschlag mit der Nominierung von Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Generalsekretärin. Gestern die gut rezipierte Präsentation der möglichen CDU-Minister und heute der Sonderparteitag. Man könnte fast von einem Comeback der Angela Merkel sprechen. Mathis Feldhoff war für uns vor Ort. Am Ende sind es nur 27 Gegenstimmen, eine kleine Minderheit, die den Koalitionsvertrag ablehnt. Die CDU will regieren. Angela Merkel hatte zuvor die Partei an ihre Verantwortung erinnert. Was anderes könne man den Menschen kaum erklären. Merkel hat den Druck der letzten Wochen gespürt und ist einen Schritt auf die CDU zugegangen. Ja, der Verlust des Finanzministeriums sei schmerzhaft. Dafür habe man das Wirtschaftsministerium gewonnen. Die Personalvorschläge, Annegret Kramp-Karrenbauer als Generalsekretärin und Jens Spahn im Gesundheitsressort, glätten die empörte Parteiseele. Aber über dem Parteitag schwebt den ganzen Tag die Frage, wohin will die CDU? Es geht um zutiefst menschliche Grundbedürfnisse, um innere Sicherheit, kulturelle Sicherheit, um Ordnung, um die Frage, Zukunftszuversicht zu haben, zu gestalten. Ich finde es eine leere Forderung zu sagen, wir müssen konservativer werden. Was heißt das denn? Wenn wir konservativ wären wie vor 50 Jahren, dann würden heute keine Frauen hier stehen. Fast 99% stimmen dann für die neue Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer. Die Partei stellt sich auf für die Zeit nach Merkel. Eine Zeit, in der es wohl wieder mehr Debatten gibt in der CDU. A star is born, würde man wohl in Hollywood sagen. Auch wenn es möglicherweise noch etwas früh ist, von Star zu sprechen, so trifft es Hoffnungsträgerin doch ganz gut. Denn die bisherige saarländische Ministerpräsidentin erhielt, wir haben es gerade gesehen, mit fast 99% ein ohne Frage exzellentes Ergebnis bei ihrer Wahl zur neuen CDU-Generalsekretärin. Zuvor hatte sie gesagt, in einer Zeit, die so unruhig ist, so schwierig ist wie selten zuvor, gäbe es Situationen, in denen die Antwort nur lauten könne, ich kann, ich will und ich werde. Und deswegen stelle ich mich gern in den Dienst der Partei. Zugleich beschwor sie den Mannschaftsgeist der Partei, wie bei der deutschen Eishockeymannschaft bei den Olympischen Spielen gelte auch für die CDU. Der Star ist die Mannschaft. Gerd-Joachim von Fallois hatte kurz nach ihrer Wahl Gelegenheit zu einem Interview. Heiner Geißler, wegen dem Sie in die CDU eingetreten sind, der war lange Zeit Familienminister und Generalsekretärin. Ich begrüße nämlich jetzt hier die saarländische Ministerpräsidentin und die Generalsekretärin. Sie geben dieses Amt ja nur sehr ungern ab am Donnerstag an Herrn Hans. Ist denn das Feld gut bestellt zu Hause? Ja, das Feld ist sehr gut bestellt und das war auch die Voraussetzung, dass ich diesen Wechsel hier nach Berlin auch vollziehen konnte, dass zu Hause das Haus in Ordnung ist. So ein gutes Ergebnis hat eigentlich noch kein Generalsekretär der CDU vor Ihnen gehabt. Volker Kauder hatte mal 100%. Interessant, hat man längst vergessen. Das war aber ein Bundesausschuss. Also herzlichen Glückwunsch. Die Partei steht voll zu dieser Entscheidung, die Sie ja getroffen haben, interessanterweise, und nicht die Vorsitzende. War Angela Merkel da so ein bisschen platt oder wie war das Gespräch? Ja, sie war schon überrascht, weil das ja ein ungewöhnlicher Weg ist, aus einem Staatsamt, aus einem Wahlamt heraus sozusagen in eine Funktion der Partei zu gehen. Aber mein Eindruck ist, dass es in den nächsten Monaten eben vor allen Dingen auch auf die politischen Parteien nochmal ankommt in Deutschland. Und deswegen war es mir auch ein Herzensanliegen, mich hier in den Dienst der CDU zu stellen. Aber da kommt natürlich viel auf Sie zu. Sie haben es ja selber gesagt, es muss ein neues Grundsatzprogramm her und es muss diese Richtungsdebatte so ein bisschen ausgemändelt werden. Was können Sie dazu beitragen? Was wollen Sie dazu beitragen? Also ich will vor allen Dingen dafür sorgen, dass die CDU als große und starke Partei der Mitte bleibt. Und das heißt, wir brauchen alle unsere Wurzeln, wir brauchen alle unsere Flügel. Wer sich zum Ziel setzt, dass wir 40% erreichen wollen und nicht 30, der braucht auch jeden Einzelnen in der Partei. Und das zusammenzubringen, auch in schwierigen Diskussionen, das wird meine Hauptaufgabe sein. Heute wurde hier so viel diskutiert wie die letzten Jahre auf Parteitagen nicht mehr. Also die Partei lebt, sage ich mal. Und es war auch nicht immer ganz schmeichelhaft für die Vorsitzende. Angela Merkel allerdings hat, wie ich finde, sehr interessant reagiert. Sie hat nämlich auf die Kritiker gehört und hat das Kabinett jünger, weiblicher und konservativer gestaltet.
Ja, sie hat ja im Wahlkampf immer angekündigt, dass sie eine Mischung präsentieren wird aus Männern und Frauen, aus erfahrenen und auch jüngeren Kräften. Das hat sie jetzt auch umgesetzt. Und sowohl im Koalitionsvertrag als auch jetzt in der Mannschaft, glaube ich, wird deutlich, dass das eine gute Voraussetzung ist, um dieses Land auch in den nächsten 4 Jahren gut und stabil zu regieren. Und darauf kommt es jetzt auch an. Sie haben bestimmt gut zugehört, wir auch. Da gab es doch einiges Grummeln hier von so Basisdelegierten, die sich nicht für voll genommen haben aus Berlin. Wie kann man das ändern? Also ich werde auf jeden Fall und sehr schnell in eine Zuhörtour starten mit den Vereinigungen, aber vor allen Dingen durch die Verbände, durch die Landesverbände, weil mir das einfach auch nochmal ganz wichtig ist zu hören, wie ist vor Ort die Situation, wo drückt dort der Schuh, was sind auch die Erwartungen an die Bundespartei, auch an das Adenauerhaus als Dienstleister sozusagen für die Parteigruppierung. Und da ist es erstmal gut, eine gute Weile zuzuhören, sich dann ein Bild zu machen und dann Vorschläge dazu zu erarbeiten. Erwartungen sind natürlich riesig, auch gegenüber Ihrer Person. Das sieht man jetzt an dem Wahlergebnis. Erdrückt das einen so ein bisschen? Nein, es erdrückt nicht. Es macht auf der einen Seite dankbar, weil es eine große Unterstützung gibt, zeigt aber auch in der Tat, wie hoch Erwartungen sind. Und das heißt für mich sehr schnell, sehr hart arbeiten. Jetzt sind Sie die Generalsekretärin einer Partei, die völlig abhängig ist von den SPD-Mitgliedern. Das ist eine komische Situation. Was passiert denn, wenn die am Sonntag Nein gesagt haben? Also wenn die SPD oder die SPD-Mitglieder das am Sonntag ablehnen, dann wird der Bundespräsident das Verfahren in Gang setzen, wird zur Kanzlerwahl kommen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es über kurz oder lang, also eher über kurz, dann auch zu Neuwahlen kommt. Und dann muss sich jede Partei sozusagen auch den Wählerinnen und Wählern in ihrer eigenen Verantwortung stellen. Und das wird eine Verantwortung sein, die gemessen wird an dem, was in den letzten 5 Monaten hier passiert ist. Wie schnell wird das neue Grundsatzprogramm zu erstellen sein? Unser Ziel ist das Jahr 2021 und wir müssen uns die Zeitabläufe genau anschauen. Das sind 2 Jahre, in denen es noch einiges auch an Wahlen zu bestehen gilt, zum Beispiel die Europawahl im nächsten Jahr. Also insofern muss man jetzt den Prozess takten und das werden wir jetzt in den nächsten Tagen auch tun. Vielen Dank, alles Gute. Die neue Generalsekretärin der CDU, ohne Frage ein Coup für die Parteivorsitzende. Ich begrüße ganz herzlich im Studio Professor Volker Kronberg von der Universität Bonn. Professor Kronberg, wir haben Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt gerade im Interview gehört. Solide, eine sehr nach vorne gerichtete Rede. Was sind Ihre ersten Aufgaben? Was muss sie in dieser Partei jetzt leisten? Wir haben ja die Frage von dem Kollegen Fallois gehört. An der Basis murrt es trotzdem. Man werde nicht ernst genommen in Berlin. Annegret Kramp-Karrenbauer spürt, dass eben das Bedürfnis da ist, sich mitzuteilen an der Basis. Und insofern ist es sicherlich wohl überlegt und sehr klug, dass sie sagt, sie will jetzt nicht in diesem Amt hingehen und die Mitglieder belehren, was denn richtig ist, sondern zuhören. Das Zuhören ist richtig. Das ist im Übrigen die konsequente Fortsetzung auch ihres erfolgreichen Wahlkampfs vor einigen Monaten im Saarland. Haustürwahlkampf, da ist sie eben auch in der Rolle gewesen, dass sie nicht nur Botschaften überbringen wollte, sondern eben auch zugehört hat. Das ist heute auch bei den Delegierten angekommen, dass man eben zuhört. Das ist auch, Herr Kolz, ein Prozess, der ja bewusst über einige Jahre gestreckt werden soll. Warum? Weil man eben jetzt nicht schon die fertigen Bausteine oder Cluster vorliegen hat, die man dann zusammenstellt, sondern tatsächlich sagt, so, wir hören in die Partei rein, wir nehmen die Impulse auf. Es ist eben sehr viel Dynamik auch da, international, national, in vielerlei Hinsicht. Und aus diesem Prozess heraus dann natürlich kontinuierlich Aufgaben entwickeln. Und da geht das Inhaltliche natürlich über diesen Zeitraum bis 2021, da gehen inhaltliche Fragen mit strategischen und natürlich auch personellen Fragen Hand in Hand. Aber heißt das dann jetzt, dass man die Partei jetzt ruhig gestellt hat? Bis 2021 ist ja ein langer Zeitraum. Oder wird dieses Diskussionsfreudige, was wir die letzten Wochen gesehen haben, wird das jetzt in der Union verstärkt vorkommen? Letzteres scheint mir der Fall zu sein. Es ist ja bewusst bei Frau Kramp-Karrenbauer, aber bei anderen auch, eben Klöckner, Spahn, andere, ja auch ganz bewusst das Signal gesetzt worden. Wir wollen die Jüngeren zu Wort kommen lassen. Sie können sich entfalten. Denn das ist natürlich jetzt ein Zeitraum auch, der ja ein Übergangszeitraum ist. Das ist bei allem Erfolg, auch aus Sicht der Angela Merkel als Parteivorsitzende, die diese Veranstaltung heute war, auch spürbar gewesen, dass es natürlich jetzt der Beginn ist eines Übergangs der CDU. Ich habe gesagt, es geht um inhaltliche Fragen, wo die Antworten auch noch gar nicht feststehen können, die sich eben auch entwickeln. Denn wir dürfen
machen auch die Momentaufnahme des heutigen Tages und auch der vorangegangenen Wochen und Monaten eher nicht überschätzen. Wenn es jetzt zur Bildung einer Regierung kommt, dann wird die Frage, wie sieht dieser Koalitionsvertrag aus und was wurde aus dem Scheitern von Jamaika, dann verblasst das auch sehr schnell. Dann ist man einerseits im Regierungsalltag wieder da, aber man hat mit der Entscheidung für diese starke Generalsekretärin und das Ergebnis heute, hat er eben diese Stärke auch mit verliehen. Man hat sozusagen ein zweites Standbein CDU und man versucht jetzt den Beweis zu erbringen, den viele Kommentatoren bezweifelt haben, dass es gelingen kann, sozusagen in der Regierungsverantwortung trotzdem einen Erneuerungsprozess der Partei inhaltlich und personell auf den Weg zu bringen. Heute war ein verheißungsvoller Auftakt. Wie viel nimmt die Parteivorsitzende von diesen 99% für AKK, wie sie genannt wird, mit? Ein gehöriges Stück. Sie haben es in der Anmoderation gesagt. Comeback, vielleicht auch war sie nie weg. Denn letztlich gegen sie, ohne sie, funktioniert es nicht. Sie hat das Vorschlagsrecht. Sie hat dann auch gesagt, aus dem Gespräch heraus, große Vertrauter, trotzdem Eigenständigkeit. Das ist eben auch eine Souveränität, die sie hier unter Beweis stellt. Und man hat immer gesagt, sie kann nicht und sie wird nicht einbinden und die Kritiker. Sie hat jetzt im Grunde doch gezeigt, dass sie dazu in der Lage ist. Heute ein starker Auftritt auch. Dann die Präsentation des Personaltableaus, Generalsekretärin. Man muss sagen, sie hat im Grunde hier gerade gezogen. Auf die Kanzlerin und Parteivorsitzende blicken wir nämlich jetzt. Offensichtlich kann sie nach diesem Parteitag zumindest vorläufig aufatmen. Denn die Reflexe ihrer Partei, die haben funktioniert. Nach stundenlanger kontroverser Debatte stellten sich die knapp 1000 Delegierten dann doch sehr klar auf die Seite Angela Merkels und den von ihr ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der SPD bei nur 27 Nein-Stimmen. Auch wenn es wochenlang Diskussionen und Debatten gab, weil Angela Merkel der SPD das wichtige Finanzministerium opfern musste, ein derart zerstrittenes Bild wie die Sozialdemokraten, wollte die CDU dann wohl offensichtlich doch nicht abgeben und ganz vorneweg die Parteivorsitzende selbst. Wir haben uns intensiv mit den Faktoren beschäftigt, die zu unserem Wahlergebnis geführt haben. Worum geht es? Ich möchte drei Gründe ansprechen. Erstens gibt es ein Unbehagen gegenüber der Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen. Ganz besonders ist dies durch die riesige Aufgabe der vielen bei uns angekommenen Flüchtlinge 2015 verstärkt worden. Gelten noch die gemeinsamen Werte und Regeln? Können Recht und Gesetz durchgesetzt werden? Haben die Menschen in allen Regionen, ob in Stadt oder Land, noch die gleichen Chancen? Wir wissen alle, dass ein solches Unbehagen das Miteinander in unserem Land gefährden kann und das beunruhigt viele Menschen. Zweitens gibt es ein Unbehagen angesichts neuer technologischer Möglichkeiten, angesichts der Digitalisierung aller Lebensbereiche, von denen man eben noch nicht weiß, wie sie unsere gesamte Gesellschaft, wie sie die Arbeitsplätze, wie sie unser Zusammenleben verändern. Und drittens gibt es ein Unbehagen mit Blick auf die Welt um uns herum, auf Konflikte und Instabilität in unserer nächsten Nachbarschaft. Es gibt Zweifel, ob Europa in unsicheren und unübersichtlichen Zeiten sein Wohlstands- und Sicherheitsversprechen einlösen und erneuern kann. Wie wirken sich die globalen Verhältnisse auf uns hier zu Hause aus? Und ja, das Wahlergebnis hat uns genau aufgetragen, Antworten genau auf diese Fragen zu geben. Und das hat uns auch als Union in den Koalitionsverhandlungen geleitet. Schon die Überschrift des Koalitionsvertrages macht deutlich, dass dieser Vertrag die richtigen Antworten geben will und damit auch Schlussfolgerungen aus dem Wahlergebnis zieht. Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Ja, und wir hatten auf dem Weg zu diesem Vertrag harte und intensive Verhandlungen zu führen. Und das im Grunde zweimal. Einmal für eine Jamaika-Koalition, zuletzt für die Bildung einer großen Koalition. Wir haben hart gerungen, wir mussten Kompromisse eingehen, aber wir haben auch viel durchgesetzt. Und wir waren dabei eine starke Mannschaft. Die Verhandlungsführer in der Steuerungsgruppe, unsere 18 Vorsitzenden der Arbeitsgruppen, 33 Mitglieder der Hauptverhandlungsrunde, rund 100 Unterhändler in den verschiedenen Arbeitsgruppen, Vertreterinnen und Vertreter aus der Bundestagsfraktion, den Landesverbänden,
aus den Vereinigungen, aus allen Gliederungen der Partei. Alle haben ihren Beitrag geleistet. Alle haben ihren Anteil daran, dass wir nach harten Verhandlungen ein Ergebnis erreichen konnten. Herzlichen Dank. Und politische Verantwortung steht auch über unserem heutigen Parteitag. Verantwortung für das Land, Verantwortung für die Menschen, Verantwortung für die Zukunft. Und dieser Auftrag entspricht auch der klaren Erwartungshaltung der übergroßen Mehrheit in unserem Land. Und keiner sollte sich etwas vormachen. Welches Bild in den vergangenen Wochen Politik abgegeben hat, welcher Stil, welcher Taktiererei, welch selbstbezogenes Herummosern so manche Debatte gekennzeichnet hat, das alles war und ist wirklich kein Ruhmesblatt für die Politik unseres Landes. Politische Verantwortung ist etwas, was weit über die Handelnden hinausweist. Politische Verantwortung ist etwas, was weit über die Grenzen der eigenen Partei hinausweist. Das ist kein Spiel. Politische Verantwortung heißt, sich um das Schicksal unseres Vaterlandes zu kümmern. Politische Verantwortung ist bei der Union daheim. Die Menschen konnten sich immer darauf verlassen, dass die CDU, wenn es darauf ankam, wusste, was es heißt, diesem Land zu dienen. Das ist Markenkern der CDU, liebe Freunde. Und wir werden als Volkspartei umso erfolgreicher sein, je mehr wir dieses Verantwortungsgefühl auch im Handeln deutlich machen. Und da sind wir gut aufgestellt. Mit Peter Altmaier als hoffentlich zukünftigen Wirtschaftsminister, mit Helge Braun als Chef des Kanzleramts, mit Monika Grütters als Staatsministerin für Kultur und Medien, mit Hendrik Hoppenstedt als Staatsminister im Kanzleramt, Anja Karliczek als Bundesbildungsministerin, Julia Klöckner als Bundeslandwirtschaftsministerin, Jens Spahn als Jens Spahn als Bundesminister für Gesundheit, Annette Wiedmann-Mautz, Ursula von der Leyen als Bundesverteidigungsministerin und Annette Wiedmann-Mautz als Staatsministerin für Integration und Migration und Flüchtlinge. Wir haben eine starke Mannschaft, liebe Freunde, die sich in der Regierung kraftvoll in den Dienst unseres Landes einstellen wird. Mit der Vorlage der CDU-Ministerriege für die angestrebte Große Koalition hat Kanzlerin und CDU-Chefin Merkel zumindest die personelle Erneuerung ihrer Partei aus ihrer Sicht abgeschlossen. Binnen 4 Wochen wurden die Weichen in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion der Partei und auch für das nächste Kabinett neu gestellt. Die Einbindung neuer Leute sorgte nach Einschätzung aus der Union eben auch dafür, dass der CDU-Parteitag heute kein Scherbengericht für Merkel wurde. Denn Zustimmung für das neue Personaltableau kam schon gestern aus allen Richtungen der Partei, obwohl Merkel vor allem die zweite Reihe neu sortierte, hinter sich und dem Chef der Bundestagsfraktion Volker Kauder. Michael Stempfle über die neue Riege. Dieser Auftritt hat gewirkt. Mit ihren Personalentscheidungen vor dem Parteitag hat CDU-Chefin Merkel Vertraute wie Kritiker aus den eigenen Reihen überzeugt. Das ist eine klare Verjüngung, ein klares Zukunftssignal. Das heißt, es wird keine große Koalition des Weiter-so geben, sondern eine Koalition des Aufbruchs. Und das Personal steht eindeutig dafür. Anja Karliczek, die 46-Jährige aus dem Münsterland, soll Bildungsministerin werden. Es ist die große Überraschung. Bislang ist die Bundestagsabgeordnete unter anderem für Finanzen zuständig, nicht für Bildung und Wissenschaft. Für Merkel kein Hindernis. So wie ein Verteidigungsminister nicht erst alle soldatischen Laufbahnen durchlaufen muss und eine Umweltministerin nicht alle NGOs einmal besucht haben muss, muss, glaube ich, auch eine Wissenschaftsministerin ein offenes Herz natürlich für die Wissenschaft haben, aber sie muss nicht selber Wissenschaftlerin gewesen sein. Jens Spahn, er soll Gesundheitsminister werden. Spahn gilt als Mann der klaren Worte. Auf dem Parteitag 2016 stellte er sich gegen Merkel und die aktuelle Regelung zur doppelten Staatsbürgerschaft.
In der wievielten Generation muss ich am Ende in Deutschland geboren sein? In der zweiten, in der dritten oder in der vierten Generation, bevor ich irgendwann wirklich mal Deutscher bin, Teil der Gesellschaft bin und mich auch nur als Deutscher definiere? Julia Klöckner. Sie soll Landwirtschaftsministerin werden. Klöckner gilt als Merkel-Vertraute und als konservativ. Bereits von 2009 bis 2011 war sie im Landwirtschaftsministerium Staatssekretärin. Helge Braun, er soll Chef des Kanzleramts werden. Bislang war er Staatsminister im Kanzleramt. Damit wird er wohl ihn ablösen, Peter Altmaier. Er soll an die Spitze des Wirtschaftsministeriums wechseln. Ursula von der Leyen, sie hat in den vergangenen Jahren Reformen im Verteidigungsressort angestoßen und ist die Einzige, die ihren Posten behalten soll. Die Reformen sind noch nicht beendet und deshalb ist es gut, wenn Ursula von der Leyen bereit ist, diese Arbeit fortzusetzen, und sie wird meine ganze Unterstützung haben. Erfahrung auf der einen Seite und junge neue Gesichter auf der anderen. Merkels Personal für das Kabinett steht. Professor Kronberg, wir haben gehört, dass es auch oder aus Kreisen der Union, dass es dazu geführt hat, dass sie gestern dieses Tableau vorgestellt hat, was offensichtlich gut ankam in den Reihen der Union. Der Parteitag heute neben der Personalie Kramp-Karrenbauer ein Stück weit weicher gelaufen ist und für Sie besser gelaufen ist. Was hat Sie am meisten überrascht bei dieser Kabinettsbesetzung? Ich würde sagen, die gelungene Mischung aus Sicht sicherlich der Partei, die Zufriedenheit haben Sie gerade angesprochen, die sich heute in diesen Wahlergebnissen gespiegelt hat, dieses Ausbalancierte, eben die Mischung aus Erfahrung, auf die sie ja nicht verzichtet, und eben auch engen, vertrauten Weggefährten Altmaier von der Leyen und eben den neuen, den jüngeren Köpfen. Überraschend, vielleicht konnte sein, dass sie tatsächlich Jens Spahn berufen hat. Er wurde ja immer wieder ihr nahegelegt, er hat selbst auch gedrängelt. Jetzt hat sie ihn eben einbezogen, die bisherige parlamentarische Geschäftsführerin, die kaum jemand kannte, Frau Karliczek, die dann jetzt eben für Bildung und Wissenschaft die Verantwortung übernehmen soll. Sie hat diesen Proport zwischen männlich und weiblich, zwischen Erfahrung und Jung. Das hat sie ganz gut hinbekommen. Warum ganz gut? Weil es eben heute dazu geführt hat, dass diese Veranstaltung insgesamt tatsächlich sehr rund gelaufen ist. Das gibt der CDU, egal was nächsten Sonntag bei der SPD kommt, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Rückenwind. Und Sie haben völlig recht, so wie es eben auch choreografiert war. Erst Kramp-Karrenbauer, dann die Benennung der Personen, dann heute die Veranstaltung. Das war ja nicht abzusehen, dass das alles so, wenn ein Fehler passiert wäre und auch dieses Personaltableau, natürlich auch Frau Klöckner, ein Signal weiblich, jünger, trotzdem ihr verbunden. Also insofern, das Gesamttableau kann sich sehen lassen. Das hat sie sehr gut hinbekommen. Eine der Achillesfersen ist immer das Zusammenspiel zwischen Kanzleramt und den anderen Ministerien, als auch Kanzleramt möglicherweise in die Partei oder in die Fraktion hinein. Da sitzt jetzt Helge Braun, ein ihr sehr verbundener Mitarbeiter, auch schon aus dem Kanzleramt. Was muss man über den wissen? Der ist ja jetzt keiner der Kategorie de Maizière, Pofalla, die schon immer an der Front der Politik sozusagen gearbeitet haben, sondern mehr im Hintergrund. Helge Braun ist sicherlich, er kommt eben schon auch aus dem Bundeskanzleramt. Also insofern, er war in der zweiten Reihe hinter Peter Altmaier. Ich würde das in das Bild kleiden des Maschinenraums. Er ist eben mit dem Maschinenraum Bundeskanzleramt erstens schon sehr vertraut, aber zweitens bisher eben auch überaus loyal. Das kann nicht anders sein, wenn man im Bundeskanzleramt eben der Kanzlerin, dem Kanzler zuarbeitet. Er ist aber eben niemand aus der ersten Reihe, der jetzt auch dann weitergehende Ambitionen hat. Das verbindet sich mit anderen Personen, die gestern nominiert wurden. Nein. Er ist der Maschinist, er versucht dann jetzt, oder das wird seine Aufgabe sein, eben dass der Abstimmungsprozess zwischen Kanzleramt, Richtlinienkompetenz, Gesamtverantwortung für das Regierungsbüro. Dann jetzt so ein bisschen ein Steinmeier, der unter Schröder genau. Eine ähnliche Rolle bekommt. Richtig, und daraus könnte er dann in den kommenden Jahren dann vielleicht mehr machen. Aber auch das wird die Frage sein, will er sozusagen jenseits der Öffentlichkeit sich ganz auf diesen Maschinenraum beschränken oder wird er sukzessive, und das war ja auch ein Prozess bei Steinmeier, der relativ spät dann begann, dann auch in die Öffentlichkeit drängen. Aber, letzter Punkt noch in dem Zusammenhang, wer jetzt dann am längeren Hebel sitzt oder wer möglicher Kronprinz oder Kronprinzessin, viel zu früh, es ist ein längerer Zeitraum, wenn es zur Regierungsbildung kommt, dann noch 3,5 Jahre, ein sehr, sehr langer Zeitraum. Alles offen. Man wird sich bewähren an den unterschiedlichen Schaltstellen, bei Frau Kramp-Karrenbauer die Partei, bei Spahn
das komplexe Gemenge sozusagen der Gesundheitspolitik bei Helge Braun, Kanzleramt, anderes mehr. Ein langer Zeitraum, noch ist es überhaupt nicht ausgemacht, wer nachher die Nase vorn haben wird. Vielleicht auch noch jemand, der noch gar nicht sozusagen im Gesichtsfeld ist. Langer Zeitraum, es kann noch viel passieren. Aber die CDU hat sich Stand heute in den letzten Tagen sehr gut positioniert. Sie stellt ein Stück weit natürlich ein Kontrastbild zur SPD in diesen Tagen dar, ohne Zweifel. Damit die Herrschaften auch tatsächlich Minister werden, muss erstmal die SPD zustimmen am kommenden Wochenende. Herzlichen Dank, Professor Kronberg. Gerne. Erwartungsgemäß war der CDU-Parteitag natürlich das bestimmende Thema heute im politischen Berlin. Davor konnten sich auch die Opposition nicht verschließen. Dementsprechend gab es auch nach den Gremiensitzungen von Linken und Grünen Reaktionen darauf, was sich zeitgleich einige Kilometer entfernt in der Berliner Event-Location Station abspielte. Zum CDU-Kabinett. Die Frau Merkel mag eine Überraschung gelungen sein und sie mag ihre eigene Partei davon überzeugt haben, dass es ein ausgewogener Vorschlag ist für die Besetzung der Ministerposten bei einer eventuellen großen Koalition. Aber in der Tat gibt dieses Personaltableau nicht besonders viel her. Es bedeutet eben, im Großen und Ganzen wird so weitergemacht. Kein einziger dieser Politiker und Politikerinnen steht für was Neues, steht dafür, dass die Probleme im Land, sei es prekäre Beschäftigung, sei es Rentenfragen, sei es die Pflegefrage, in irgendeiner Form gelöst werden sollen. Sondern alle sollen garantieren, dass Frau Merkel mit der SPD weitere 4 Jahre regieren kann. Das ist praktisch der Grundzug dieser Personalentscheidungen. Dass Jens Spahn jetzt ins Kabinett genommen wird, mag ein Zugeständnis an die innerparteilichen Kritikerinnen und Kritiker sein. Als Gesundheitsminister hat er sich bisher nicht besonders hervorgetan. Er hat sich mehr als Lobbyist der Pharmaindustrie und der niedergelassenen Ärzte und vieler anderer mehr entpuppt. Wir haben aber im Gesundheitsbereich wirklich große Aufgaben zu erfüllen. Der Pflegenotstand muss beseitigt werden. Es müssen zigtausende von Pflegekräften eingestellt werden. Wir müssen die Zweiklassenmedizin beseitigen. Das sehe ich nicht. Dass die Beschäftigten in den Krankenhäusern oder in den Altenpflegeeinrichtungen mit Jens Spahn einen Bündnispartner haben. Sie werden mit uns zusammen auf der Straße und mit Ihrer Gewerkschaft für Verbesserungen kämpfen müssen. Was anderes bleibt Ihnen nicht überlassen. Für uns ist ganz klar, ein Team wird immer so aufgestellt, wie das für jede Partei richtig ist. Das hat die CDU in ihrem Sinne entschieden. Diese Ministerinnen und Minister müssen jetzt die großen Zukunftsaufgaben in ihren Kernbereichen angehen. Da ist insbesondere Herr Altmaier besonders gefragt, weil das Thema Klimaschutz und auch das Thema Kohleausstieg, das kommt in diesem Koalitionsvertrag bekanntermaßen gar nicht vor. Das ist ein Riesendesaster auch für die deutsche Energiepolitik und die internationale Glaubwürdigkeit im Klimaschutzbereich. Deswegen erwarten wir hier ganz klar von Herrn Altmaier, zumal er sich ja in den Sondierungen mit uns Grünen sehr stark auch für eine Abschaltung von 7 Gigawatt in der nächsten Zeit schrittweise und sozialverträglich eingesetzt hat, dass er jetzt da persönlich auch als neuer Wirtschafts- und Energieminister liefert. Und ganz persönlich möchte ich auch noch sagen, dass wenn der Ruf immer wieder aufkommt, dass es neue Gesichter braucht, dass es jüngere Gesichter braucht und auch weibliche Gesichter braucht, dann wünsche ich Frau Kalitschek alles Gute für ihr neues Amt. Wenn man neu ist, dann ist es auch so, dass man vorher natürlich noch nicht bekannt gewesen ist. Und deswegen wird sich für mich bei gerade dieser Personalie die Frage stellen, was passiert im Bildungsbereich und nicht, wie viele Ämter hatte man vorher schon inne. Weil das ist ja der ganze Sinn eines neuen Aufbruchs, dass man ein bisschen von außen kommt. Das ist aber ein Riesenjob, den Frau Kalitschek hier auch angenommen hat, weil der Bildungsbereich ist ja der Bereich, wo sich in der Bundesrepublik richtig was tun muss. Wir wissen das im Bereich Kitas und auch Schulen. Wenn wir hier endlich dafür sorgen wollen, dass gerade in den Schulen es eine Chance für alle Kinder gibt, dass die Kinder, die aus sozial schwächeren Haushalten kommen,
auch stark mit unterstützt werden müssen. Dann müssen wir ran auch an den Bildungsföderalismus. Das war ja ein Aspekt, den wir als Grüne auch als positiven Bereich in diesem Koalitionsvertrag gesehen haben. Deswegen werden wir hier ganz besonders hinschauen und wünschen, wie gesagt, der neuen Ministerin da alles Gute, weil für die Zukunft in unserem Land ist es entscheidend, dass wir endlich Schulen und den Bildungsbereich auch von Bundesebene deutlicher stärken. Das war die Erstausgabe von Phoenix, der Tag am heutigen Montag nach der langen Übertragung vom CDU-Parteitag aus Berlin. Annegret Kramp-Karrenbauer mit knapp 99% gewählt und der Koalitionsvertrag mit grandioser Mehrheit angenommen. Jetzt muss nur noch die SPD am Sonntag in ihrem Mitgliederentscheid auch dafür sein. Dann haben wir vielleicht vor Ostern noch eine neue Regierung. In Phoenix der Tag ab 23 Uhr geht es natürlich um diesen CDU-Parteitag. Auch bei Unter den Linden um 22.15 Uhr wird über das Personaltableau der Union diskutiert. Und